Bonjour aus Frankreich mit dem Bild der Mona Lisa hier auf dem TGV in dieser wundervollen Vive la France-Lackierung zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Das Repaint müsste, glaube ich, vom guten Spami sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung. Das ist so ein tolles Repaint, dass ich mir dachte, dass das, oh, die Maus ist im Weg, dass ich mir dachte, dass das wieder ein wundervoller Anlass ist, auch mal in Frankreich unterwegs zu sein. Das Repaint gucken wir uns gleich noch in Ruhe während der Fahrt an. Es ist wirklich einfach total schön hier mit Asterix und Obelix, die ebenfalls hier noch mit drauf sind. Hier haben wir eine Kirche, die französische Nationalflagge, ein paar Radfahrer, die französischen Alpen, einen wundervollen Regenbogen, natürlich der Käse und der Wein und das Baguette. Das darf alles nicht fehlen. Wir sind hier nämlich im Bistrowagen. So, Moment, einmal hier dran vorbei. Dann haben wir hier noch, ja, noch mehr Blumen, Windräder. Also wirklich unfassbar schön gemachtes Repaint. Vielleicht sogar, ich würde sogar sagen, eigentlich das schönste und beste Repaint, das es im Creators Club gibt. Sind heute in Doppeltraktion unterwegs und ich würde sagen, genug rumgeguckt. Wir sind jetzt schon zu spät und wir fahren mal los. So, jetzt muss ich überlegen, wie rüstet man nochmal den TGV auf? Genau, so. Türen auf der linken Seite auf. Das müsste auch geklappt haben. Lichter sind schon an. Genau, Türen sind offen. Das ist fantastisch. Dann müssen wir den Leistungsschalter schließen. Naja, Moment, Hauptschalter ist aktiv. Aufgerüstet abstellen. Wir müssen vermutlich den Stromabnehmer, ja, genau, wir müssen den Stromabnehmer heben. Der LGW-Stromabnehmer ist ausgewählt, also gehen wir hier auf Normal. Stromabnehmer müsste gehoben sein. Ah, es ist da hinten irgendwo. Moment, ich sehe es nicht. Okay, Stromabnehmer ist oben. Dann können wir jetzt aufschalten. Jawohl, wir haben Leistung. Wir haben Saft. Sehr gut. Dann können wir das Instrumentenlicht auf jeden Fall noch einschalten. Und dann hier die Beleuchtung auch noch erhöhen. Können hier vorne noch die Instrumentenbeleuchtung einschalten. Das Korridorlicht können wir auch meinetwegen einschalten. Führerstandsbeleuchtung, nee, die brauchen wir, glaube ich, soweit nicht. Dann einmal die Spitzensignale auf normal gestellt. Wir können gleich abfahren. Lokführerpultbeleuchtung machen wir uns auch noch an. Geschwindigkeitsauswahl, ja, auf 170. Na, 170 und dann müssen wir hier den Modus einstellen. Den Fahrmodus auf manuelle Steuerung, nein, auf Geschwindigkeitsvorgabe, denn dann gilt nämlich das, was wir hier voreingestellt haben. Wir schließen wieder die Türen. Das müsste soweit geklappt haben. Jawohl, Türen sind zu. Und dann aus irgendeinem Grund haben sich die Wettereinstellungen resettet. Ich hatte eigentlich ein bisschen Bewölkung drin gehabt. Der Fotomodus, der hat mal wieder ein bisschen rumgenervt. Wir lösen die Bremsen. Jawohl, hier haben wir 5 Bar. Das heißt also, Bremsen sind gelöst und auf geht's. Idealerweise schalten wir noch Leistung auf. Jawohl, es funktioniert. Wir fahren los hier in Avignon. Es geht nach Marseille Saint-Charles mit einem Zwischenhalt in Aix-en-Provence. Wir dürfen 170 fahren. Oh, ich mag es sehr, im TGV unterwegs zu sein. Ich finde im TSW sehr, sehr schön umgesetzter Zug. Also wirklich, ich mag es sehr, im TGV zu fahren. Die Strecke an sich, das wisst ihr, ist nicht die schönste Strecke, die wir haben. Die ist mittlerweile auch schon ziemlich in die Jahre gekommen und das merkt man nie an. Ehrlicherweise war sie schon bei Release nicht besonders schön. Aber ab und an mal, so alle paar Monate, kann man durchaus mal hier auch unterwegs sein. Die Strecke gab es ja auch eine Zeit lang sogar kostenlos. Im Zuge dessen, dass damals DTG von einer, ja, von einem französischen Unternehmen von Focus Entertainment, die mittlerweile, glaube ich, Pull-Up heißen, da übernommen wurde. So, 300 dürfen wir fahren. Geschwindigkeitsvorauswahl auf 300 km/h. Und auf geht's. Fahrzeit ungefähr insgesamt heute eine halbe Stunde.
Und wir werden mal wieder Höchstgeschwindigkeit ausfahren. Die immer noch die einzige Strecke im TSW, bei der wir tatsächlich 300 km/h fahren dürfen. Sonst haben wir ja keine 300 km/h Strecke. Mit dem IC3 waren wir auch schon mal hier unterwegs. Damals noch verkleidet im als Eurostar. Na, das Blinken der Lampe. Okay, geht nicht aus. Also ich bin wirklich sowas von fasziniert, dass man das hier mit dem Creators Club schafft. Das ist so unfassbar gut gemacht. Also wirklich Hut ab an Spani. Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Und auch generell der Rest des Zuges auch wirklich sehr, sehr, sehr schön. Hier auch mit dem Drachen. Ach toll. Also wirklich, da kann man einfach wirklich nur sagen, Wahnsinn, was aus der Community manchmal so kommt, ne? Und das, da ist ja hier das Tolle an der ganzen Sache, dass das ja auch für den auf der Konsole funktioniert, weil das im Creators Club zum Runterladen existiert. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das heißt also, auch die Leute, die mit der alten PSV noch rumgurken, selbst die können in den Genuss dieses extrem schönen Repaints kommen. Und ich denke mal, die TGV-Strecke beziehungsweise die LGW, die besitzt sowieso so gut wie jeder hier. Die gab es ja, wie gesagt, schon mal kostenlos. So, 300 km/h. Wir sind auf dem besten Weg dahin. Was wir auch sehen, hier bei der LGW, die neuen Schattentexturen sind tatsächlich hier mit drin auf der Strecke. Das freut mich sehr, dass ist gerade bei Hochgeschwindigkeitsstrecken doch sehr wichtig für die Immersion. Weil es da eben besonders auffällt, wenn der Schatten erst hier vorne produziert wird. Also das ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass das bereits auch mit implementiert ist. Und wir sehen hier, es geht hier ordentlich hoch und runter. Also die Steigungen und das Gefälle hier auf der Strecke, das ist sehr merkbar. Ich war vor kurzem erst auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main als Fahrgast unterwegs und da gab es auch Stellen, wo man doch ordentlich gemerkt hat, wenn es hoch oder runter ging. Also zumindest an ein oder zwei Stellen hatte man so ein ähnliches Gefühl, oder hatte ich zumindest so ein ähnliches Gefühl gehabt, wie wenn man auf der Achterbahn sitzt und es dann eben runtergeht, so dieses leichte Kribbeln im Bauch. Natürlich nicht besonders krass und sehr stark zu spüren, aber es war zu spüren. Bei solchen Geschwindigkeiten von 300 km/h ist das selbst bei dann, ja, sagen wir mal, selbst bei nur geringen Höhenunterschieden ist das dennoch ordentlich zu merken. So, wir müssen gucken, dass wir nicht zu schnell fahren. 320 ist unsere Höchstgeschwindigkeit. Wahnsinn. Wahnsinn, dieser Geschwindigkeitsrausch. Vielleicht könnten wir an dieser Stelle mal ein Foto machen. Sichtfeld nochmal runter. Und ja, Schärfentiefe gerne auch noch ein bisschen. Na, wobei, Moment, die Schärfentiefe wieder ein bisschen erhöhen. So, vive la France. Was müsste das übersetzt heißen? Es liebe Frankreich? Irgendwie sowas, ne? Also wirklich der absolute Wahnsinn. Jetzt haben wir nochmal ganz kurz die Ruhe, uns das nochmal anzugucken. Hier mit der Mona Lisa und wirklich diesen ganzen kleinen Details hier am Rand mit den Radfahrern, die selbst noch so eine Brille tragen. Mit den Kühen und Schafen und dem Holz und den Blumen und der Burg und dem Regenbogen. Und selbst hier so noch so ein DTG-Logo mit den für Matt sehr, sehr leicht erkennbaren Kopfhörern, Asterix und Obelix. Also wirklich absolut Hut ab, ne, wie Vive la France.
unfassbar schön gemacht. Meines Erachtens wirklich absolut einmalig. So. Wenn wir ganz rauszoomen, dann kriegt man ein krasseres Geschwindigkeitsgefühl, ne? Aber das finde ich jetzt ein bisschen zu weit rausgezoomt. So finde ich es etwas angenehmer. Und da purzeln natürlich die Kilometer runter wie sonst nichts anderes. Also wir haben jetzt noch 50 Kilometer vor uns, sollen aber schon in etwas mehr als 10 Minuten da sein. Und bei den Geschwindigkeiten ist das der absolute Wahnsinn. Was mir regelmäßig passiert, ist, dass wir einfach den Halt in Aix-en-Provence aus Versehen ja, da nicht anhalten. Da einfach über das Ziel hinausschießen. Passiert dem Besten. Ja, wir müssen nicht über die Szenerie sprechen hier bei der Strecke, dass die nicht gut ist, dass das einfach nicht gut aussieht mit diesen Texturen hier, keinerlei Gras und die Farben, die hier teilweise gewählt worden sind, dass das nicht gut ist. Das haben wir jetzt alle schon, weiß ich nicht, 15, 20 Mal schon gehört und gesagt in diversen Videos. Ich glaube, da muss man nichts zu sagen. Umso mehr konzentrieren wir uns einfach auf die Fahrt, denn indem wir nichts dazu sagen, ist auch schon ziemlich viel dazu gesagt. Ah, es führt hier sogar noch eine Eisenbahnstrecke drunter. Ja, Tatsache. Sogar teilweise mit Signalisierung. Krass. Ja. Krass, dass wir schon ein Ladescreen bekommen haben, obwohl der Zug wirklich nur wenige Sekunden an uns vorbeigefahren ist. Wie viel Weg da schon dazwischen gelegen hat in diesen wenigen Sekunden. Ja, für diejenigen, die das nicht, sich nicht mit der französischen Signalisierungstechnik auskennen, wir kriegen halt hier unsere aktuelle Geschwindigkeit signalisiert, die wir fahren dürfen. Das hier ist dann der Bildschirm, der uns anzeigt, wie viel km/h wir fahren. Je nachdem, wenn der Pfeil nach unten geht, dann heißt es, dass wir gerade langsamer werden. Der Pfeil nach oben heißt, wir nehmen an Geschwindigkeit zu. Das hier ist die Geschwindigkeitsvorauswahl. Also im Grunde genommen sehen wir hier, was wir hier einstellen. Und das hier ist der Kombihebel Leistung Bremse hier auf beiden Seiten. Und hier vorne ändern wir eben den Fahrmodus und die Fahrtrichtung ändern wir hier vorne mit diesem Schalter. Hinter Aix-en-Provence müssen wir den Stromabnehmer ändern. Ich vergesse leider jedes Mal, ob wir auf C oder auf M ändern müssen. Wir werden es gleich herausfinden. So, das Licht ist aus, Panne. Ja, das heißt natürlich nicht Panne, aber ja. Hier haben wir die ganzen Bremsindikatoren auf der linken Seite. Hier haben wir die Zugbremse, Ersatzbremse, Scheibenwischer finden wir hier. Hier ist die aktuelle Uhrzeit. Die Notbremse, von der halten wir uns mal fern. Und ja, ansonsten diverse andere Schalter, Klimakontrolle. Können wir noch die Klimaanlage einschalten? Ja. Genau, und hier haben wir die Stromabnehmerauswahl. Wachsamkeitstaste brauchen wir hier nicht. Und hier wird uns angezeigt, ob wir Leistung haben oder nicht. Wobei aktuell hier nichts auf dem Display steht, was mich ein bisschen wundert. Aber okay, Hauptsache wir haben Leistung. Dann sehen wir hier aktuell auch die Leistung im Grunde genommen, die wir aufschalten. Also wenn wir zum Beispiel beschleunigen, dann wird dieser Pfeil nach oben gehen. Und wir sehen, was interessant ist, wir nehmen an Geschwindigkeit ab, obwohl wir die Leistung voll durchdrücken.
ne, es geht mit 3,5% bergauf und da merkt man, bei diesen Geschwindigkeiten ist halt einfach nicht mehr viel Leistung vorhanden. Es ist also nicht möglich, gegen den Geschwindigkeitsverlust an dieser Stelle anzukämpfen für den Zug, weil er nicht mehr über genug Leistung verfügt in diesen hohen Geschwindigkeitsbereichen, um noch schneller zu werden. Ne? Letztlich ist das ja einfache Physik. Je höher die Geschwindigkeit ist, umso mehr Leistung braucht man, um noch schneller zu werden. Das ganze Spiel kann man dann letztlich fortführen bis zur Lichtgeschwindigkeit, dass man eben im Grunde genommen unendlich viel Leistung benötigt, um mit Lichtgeschwindigkeit fahren oder fliegen zu können, was selbstverständlich nicht möglich ist. So, wir sehen die 320, die blinken. Das heißt also, uns werden jetzt damit 300 km/h vorsignalisiert und wir sehen auch, wir werden schneller, obwohl wir bremsen, weil hier gerade die Fliehkraft so dermaßen stark wirkt, weil es mit 3,5% bergab geht. Also wirklich der Wahnsinn, ne? Da kann dann die... Das ist verrückt, oder? Wie es hier runter geht. Guckt euch das mal gerade an. Das ist... Also das finde ich, kann die Strecke immer noch unfassbar gut, ne? Dieses Gefühl von Geschwindigkeit aufzeigen und von hoch und runter. Das fühlt sich teilweise an wie eine Achterbahn. So, ab jetzt sind 300 km/h erlaubt. Können wir auch voreinstellen mit ja, so einer Art AFB. Können wir da ein bisschen Leistung aufschalten, weil es bergauf geht. Vive la France. Lustig eigentlich, dass die Mona Lisa in Paris steht, ne? Und nicht in Italien. Dass im Grunde genommen eine italienische Frau oder auch damit ein italienischer Maler und Mann zu einem absoluten nationalen Wahrzeichen sich hochstilisiert haben, sich da einmal hochgepetert haben als Wahrzeichen und dabei gar nicht mehr aus Frankreich waren, ich glaube. War Da Vinci überhaupt zeitlebens in Frankreich? Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. So, 16 Kilometer noch bis Aix-en-Provence. Ist gerade eine Fliege entgegengeflogen. Wir müssen da natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht übers Ziel hinausschießen. Ich sehe es schon kommen, ne? Ganz ehrlich, Leute. Merkt euch das hier an dieser Stelle. Das wird definitiv passieren. Jetzt geht es wieder bergauf, wir werden langsamer. Kilometer noch. Auch interessant, das ist mir, also wir wissen ja, das Strecken hat hier verändert sich ja je nachdem, welche Geschwindigkeit man fährt. Je höher, je schneller man fährt, desto weiter wird die Distanz angezeigt, was ja total sinnvoll und auch gut gemacht ist. Dass es tatsächlich auf 6 Kilometer hochgeht, wusste ich nicht. Das scheint es wirklich dann nur bei 300 km/h zu tun, auf eine Distanz von 6 Kilometern hochzugehen. Oh, Leute, guckt euch das an, ne? Also wirklich, wie es hier gerade runtergeht, das fühlt sich total crazy an. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video so gut nachvollziehen kann, aber ich finde schon, dass das total mit einem etwas macht. Man fühlt sich so ein bisschen so, als würde man im Grunde genommen eigentlich in einer sehr gemütlichen Achterbahn unterwegs sein. In einer Achterbahn, aber ohne, dass der Wind um die Ohren pfeift. So, weniger als 10 Kilometer noch. Die 300 blinken, das heißt also. Und als nächstes werden uns, ich glaube, 280 oder 270 damit vorsignalisiert. Da bin ich mir nie ganz sicher. Ich gehe mal auf die 270 sicherheitshalber runter. Wir werden gleich sehen, was passiert, wenn es aufhört zu blinken. Ja, jetzt werden wir wieder schneller, weil das bergab geht, wieder mit 3,5%.
Ah, 270, ja. Oh, Leute, guckt euch das an. Also, es ist wirklich. Ja, gut, also, ihr guckt natürlich, nur das ist ja klar. Es ist total verrückt. Eigentlich macht es total Spaß, auf der Strecke zu fahren. Das fällt mir jedes Mal wieder ein. Wenn wir hier unterwegs sind auf der Strecke, habe ich jedes Mal das Gefühl, es macht total Spaß. Es ist nur immer so schade, dass halt eben die Szenerie nicht ganz so schön ist, weil an sich diese hohen Geschwindigkeiten und hier in diesem, wirklich in Frankreich da mal unterwegs zu sein, in diesem eher ländlichen Teil von Frankreich, das ist schon eine coole Erfahrung. Und irgendwie denke ich mir, das wäre schon auch mal wieder nett, eine weitere französische Strecke zu haben. Jetzt haben wir halt erstmal natürlich eine niederländische Strecke angekündigt von DTG. Und da werden wir mal gucken, wie das so laufen wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann doch nochmal eine französische Strecke kommen wird. Jetzt müssen wir wirklich mal langsam runter auf die 200 km/h. Die blinken auch schon. Das heißt also, uns wird gleich eh noch eine langsamere Geschwindigkeit angezeigt. Wir werden glücklicherweise signaltechnisch runtergebremst bis Aix-en-Provence, weil dort ein haltzeigendes Signal auf uns wartet. So 170 blinkt jetzt als nächstes. Und weil es blinkt, gehen wir schon mal auch weiter runter auf. Ich glaube, danach kommen 150. So, wir lassen mal ein bisschen ausrollen. Noch ein bisschen mehr als 2 Kilometer. Langsamer werden wir sowieso, weil es bergauf geht. Und da wird uns das haltzeigende Signal angekündigt in 1,5 Kilometern. Das heißt also, wir bremsen ordentlich rein. Da vorne ist auch schon Aix-en-Provence. So, wir lösen die Zugbremse und gucken mal, dass wir so weit wie nur möglich mit der dynamischen Bremse noch runtergehen mit der Geschwindigkeit. Ja, das passt auch ganz gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir in diesem Bahnsteig schon häufiger mit viel höheren Geschwindigkeiten eingefahren sind. Mit so teilweise 120, 130 km/h und dann denkt man sich, ui, da kommt aber gleich das haltzeigende Signal. So, da sind wir in Aix-en-Provence. Ein wunderschöner Bahnhof übrigens, erinnert mich sehr an den Flughafen, um ehrlich zu sein. Also wirklich auch echt schön gemacht im TSW, schön umgesetzt. So. Ja, wir müssen auf jeden Fall bis zum Bahnsteigsende vorfahren. So. Jawohl, Türen auf. Pünktlich möchte ich an dieser Stelle betonen. Hier in Aix-en-Provence. Wir können eigentlich auch mal aufstehen und mal ganz kurz durch den Zug wandern. Das machen wir allerdings ein bisschen schneller. Also hier sehen wir nochmal die gute Lisa. Und ist da eine Streckenkarte? Ah, die haben wir schon. So. Also echt schön gemacht hier. Ich kann auch mal reingehen in den Zug. Ich saß tatsächlich noch nie in einem TGV, das würde ich gerne noch machen. Wart ihr schon mal in einem TGV? Wenn ja, könnt ihr gerne mal erzählen, wie so eure Erfahrungen im TGV sind. Und was ich auch sehr cool finde am TGV ist, dass man halt zwischen den Oberstocken hin und her wechseln kann, ohne dass man die Treppen runternehmen muss. Das ist ja in den Doppelstockzügen, die in Deutschland so verkehren, ich glaube in allen Doppelstockzügen, so, dass man immer runter muss. Egal, ob es nun der Desiro HC ist oder ob es die Dostos sind vom Bombardier. Man muss immer... Ja, der Zug ist komplett am Bahnsteig. Man muss immer, wenn man zwischen den Oberdecks von den Doppelstockwagen wechseln will, die Treppen runter.
So, ich will einmal ganz kurz nochmal in den Fotomodus reinspringen, damit wir uns mal den Bahnhof in Ruhe angucken können, ohne dass wir zu spät sind. Also wirklich echt schön gemacht hier, die Architektur des Bahnhofs. Also da auch mal wirklich Hut ab an den 3D-Modellbauer des Bahnhofs hier. Exploration, bienvenue dans la gare de Mont. Also willkommen am Bahnhof von morgen. Irgendwie sowas, glaube ich, in die Richtung. Ja, ne, also bisschen dunkel hier jetzt gerade wegen der Mod, die ich noch installiert habe mit der Beleuchtung. Aber ansonsten toll gemachter Bahnhof. Ne? Also keine Sorge, die Beleuchtung, das liegt an der Mod und nicht an Vanilla-Teil. So, also echt schön. So, Türen sind zu, Signal, beziehungsweise Türen schließen gerade, glaube ich. Signal hat sich umgestellt. Es macht Bing Bing. Wir lösen die Zugbremse und schalten Leistung auf. Und nochmal ein weiterer TGV hinten dran in Doppeltraktion unterwegs. Wir dürfen 170 fahren. Sich sogar. In 10 Kilometern sind wir an der Schutzstrecke, wo wir dann entsprechend das Stromsystem umstellen müssen. Und da werden wir dann gleich herausfinden, ob wir auf M oder C umstellen müssen. Ich vergesse das jedes Mal. Sorry. Gucken, wenn es gleich wieder Beep macht, was uns dann signalisiert wird. Ich gehe mal davon aus 200. Genau, 200 km/h. Blinken auch schon, deshalb bleiben wir jetzt mal bei den 170. In diesem etwas niedrigeren Geschwindigkeitsbereich greift natürlich die elektrische Bremse deutlich besser, funktioniert da deutlich besser als in diesen ganz hohen und in den ganz niedrigen Geschwindigkeitsbereichen. Gucken, was als nächstes kommt als Geschwindigkeit. Ja, 160, okay, dann sind wir ein bisschen zu schnell. Sehr gut. Jetzt kommt erstmal ein längerer Tunnelabschnitt. Und dann sind wir gleich an der Schutzstrecke, die ist dann hier vorne und da hier ist Marseille Saint-Charles. Schön.
So, gleich wird's knifflig. Beziehungsweise allzu knifflig ist das auch nicht. So, 160. Kilometer. Hier haben wir tatsächlich wieder Lichtsignale. So, einmal aus dem Tunnel raus und ich glaube, gleich gibt es dann noch einen weiteren Tunnel. Beziehungsweise jetzt sind wir ein bisschen zu schnell. Ah ja, und jetzt, das ist meines Erachtens ein schönerer Teil der Strecke. Jetzt, wo wir hier praktisch nach Marseille reinfahren, gefällt mir immer dieser Teil der Strecke eigentlich ziemlich gut. Also ich finde, das hat die TG sehr gut hinbekommen. Da hat man schon irgendwie das Gefühl, dass man hier im mediterranen Raum unterwegs ist, in Frankreich. Es sieht definitiv weder nach Deutschland aus, noch nach USA, noch nach England. Also das ist richtig gut. So, auf 1,5 kV Gleichstrom muss gewechselt werden. Wir schalten mal das Licht an und Leistungsschalter auf aus, Stromabnehmer senken. Dann stellen wir hier den auf Modus C um. Dann einmal den Stromabnehmer wieder auf Normal stellen. Jetzt müsste der Stromabnehmer oben sein. Jawohl, der Stromabnehmer ist oben. Und dann können wir den Leistungsschalter schließen und zack, aktivieren. Dann sind wir wieder bereit und es hat funktioniert. Ja, hervorragend. Hervorragend. Da braucht man gar nicht mehr so viel Angst zu haben davor. Wo geht's hier hin? Ist gar nicht auf der Strecke mit drin. Auf der Streckenkarte. Interessant. Genau, wir haben Leistung, das passt doch hervorragend. In 2 Kilometern dürfen wir noch 110 fahren. Licht machen wir wieder aus, dann blendet es auch nicht so. Und ich finde, wie gesagt, also dieser Teil der Strecke ist schön gemacht. Das gefällt mir wirklich sehr. Ich wünschte nur, dass die gesamte Strecke die Qualität von Marseille hätte. Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich noch an eine Waschstraße vorbeikommen. Das ist sogar auch noch irgendwo mit drin hier an der Strecke. Hier noch so ein alter ehemaliger Regionalbahnhof. Leider ein Bild, das man in Frankreich sehr oft sieht. Regionalbahnhöfe, die ziemlich vernachlässigt worden sind, weil der Fokus in Frankreich auf der Hochgeschwindigkeit liegt, was zwar einerseits ganz gut ist, auf der anderen Seite ist meines Erachtens der Regionalverkehr der wichtigere als der Intercity-Verkehr. Beides ist wichtig. Man sollte sie eigentlich nie gegeneinander ausspielen und beides im ausgewogenen Maße haben. Und ich finde, das kann Deutschland eigentlich ganz gut stellenweise. Frankreich nicht. Frankreich hat den Regionalverkehr in den vergangenen Jahrzehnten extremst vernachlässigt und alles auf den Hochgeschwindigkeitsverkehr gesetzt, was zwar schöne Prestigeprojekte sind und Frankreich dafür weltberühmt ist, aber es führt halt eben nicht dazu, dass Leute nachhaltig auf die Eisenbahn wechseln, weil die meisten Distanzen, die man so zurücklegt, oh, wir sind viel zu schnell, die meisten Distanzen, die man so zurücklegt im Alltag, sind eben die kurzen Distanzen und nicht die weiten, nicht die großen Distanzen und da sollte man immer den Fokus haben, letztlich auf den Alltag der Menschen. Und der Alltag der Menschen ist halt nun mal, oh, wir sind, oh, dürfen nur noch 30 fahren. Ich sollte vielleicht weniger labern und mich mehr aufs Fahren konzentrieren. So, mit 30 km/h dürfen wir hier einfahren in den Kopfbahnhof von Marseille.
Sehen wir es auch, Marseille sans Charts. Schön. Ich weiß gar nicht, ob die Lackierung fiktiv ist oder tatsächlich real. Ich glaube, sie ist sogar fiktiv. Hier auch sehr schön. Haben wir noch ein paar TGVs, die hier ebenfalls noch rumstehen. Unter anderem einer in Thalys-Lackierung. Mittlerweile heißen die auch Eurostar. Ach, das ist sogar die Eurostar-Lackierung. Sehr gut. Natürlich auch fiktiv an dieser Stelle. So, meine Damen und Herren, Madame et Monsieur. Wir sind pünktlich. Ist auch die Audrat oder so. Ach, ah, Leute. Also, okay, das ist so cool. Das sehe ich tatsächlich jetzt gerade zum ersten Mal. Mit der Fliegerstaffel da hinten. Das ist die Mastery. Also mir ist das tatsächlich bisher nicht untergekommen, dass die mir entgegenkommen. Glaube ich zumindest. Das ist so cool. Also wirklich da echt Hut ab an DTG. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Moment, das müssen wir fotografisch festhalten. Vielleicht könnte das sogar unser Thumbnail werden. Vive la France, das ist eigentlich ein ganz guter Titel auch für das Video, oder? Das passt doch eigentlich perfekt zu der ganzen, zu der Lackierung hier mit Frankreich abfeiern und so. Also wirklich toll, 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 toll. Wundervoll. Einfach cool gemacht. Also das ist wirklich eine der coolsten Masteries, die es eigentlich überhaupt gibt. So, noch ein bisschen fahren wir noch vor. Dass wir, ja, wir sind sowieso schon ganz am Bahnsteig dran. Auch ein schöner Bahnhof übrigens, Marseille, sogar mit den Bäumen da drin. Gefällt mir auch sehr. Ein sehr schönes architektonisches Gebäude. Oder ein architektonisch sehr schönes Gebäude, so. Alle Gebäude sind irgendwie architektonisch, aber sie sind nicht alle schön. So, Türen auf. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Wir sehen, wir sind pünktlich. Als nächstes fährt dieser Zug zurück nach Paris. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Au revoir. Und macht's gut. Tschüssi.